Ich weiß jetzt auch, dass mein Opera-Browser ein VPN drin hat. Wusste ich nicht. Danke, Kuchenfalls. Man lernt immer was Neues. Jetzt wisst ihr, wie ihr das Polana-Video weiterhin gucken könnt. Denn das steht ja hier im Artikel drin. Es ist ja nur eine Tatsache, dass es so ist, dass man es gucken kann. Herrlich, ne? Ihr steht auf Reactions. Gut für mich. Wenn ihr auch auf Gaming steht, habe ich was Gutes für euch. Ich habe nämlich noch zwei weitere Kanäle, die sich mit Reactions und mit Gaming beschäftigen. Da haben wir einmal den Yu-Gi-Oh!-Kanal, wo es Master Duel Gameplay gibt, Pack-Openings, Online-Duelle gegen Zuschauer und zu guter Letzt Reactions auf YugiTuber. Dann haben wir noch den Final Fantasy-Kanal Gonzo Reunion. Auf dem findet ihr nicht nur Reactions auf Creator, die ich echt dufte finde, sondern auch gescriptete Essays über Final Fantasy oder irgendein Spiel, was jemals im Besitz von Square Enix war. Merkt euch die Kanäle und jetzt rein in die Reaction. Kawabanga! Danke, Kent the Brain, dass du dem Kevin ein Abo gibst. Und da sind viele Sachen wie, ich hab Doxing unterstützt. Ich habe nie den Privatnamen von irgendwem verbreitet. Nicht mal als die E-Mail kam zu Dave und jeder Daves Namen plötzlich benutzt, habe ich den nicht benutzt. Ich brauche Daves Namen nicht zu benutzen. Überhaupt gar nicht brauche ich seinen Namen zu nutzen. Ich benutze gerne diese Alias-Namen, die wir haben. Da stehe ich total drauf. Mein Podcast-Partner, John McCloud, ich weiß, wie er heißt, aber ich nenne ihn doch nicht beim Namen. Ich nenne ihn John McCloud. So habe ich ihn kennengelernt und ich finde das cool. Ich bin selber auch ein Freund von Spitznamen. High Multipler Sarkasmus. Alleine schon deswegen. Multipler Sarkasmus. Selbst wenn ich deinen Namen wissen würde, würde ich dich Multipler Sarkasmus nennen. Außer Multipler Sarkasmus heißt mit echtem Namen Multipler Orga. Ihr wisst schon, noch lustiger. Grauenvolle Eltern. YouTube sperrt Cybermobbing-Video wegen Hassrede. Direkt schon mal zweimal Framing. YouTube sperrt Cybermobbing. Das ist nicht belegt, das ist eine Behauptung. Dass das überhaupt Cybermobbing ist, ist eine Behauptung. Von Leuten, die das gerne so hätten, dass ihre Realität die Wirklichkeit ist. Und sie glauben, jeder würde das so sehen. Und deswegen haben sie es ja so dahingeschrieben. In der Hoffnung, dass andere Menschen das genauso sehen. Das Problem ist, tun sie nicht. Deswegen ist diese ganze Kuchenfall-Sache in sich zusammengefallen. Hat nicht funktioniert. Raver hat auch schon ewig einen Spitznamen. Ich auch. 24 Jahre jetzt. Gonzo trage ich seit 24 Jahren. Wir sind alt, Raver. Aber du heißt Raver. Natürlich bist du alt. Heute sagt man, glaube ich, Tekka. So, also fängt schon mal gut an. Das Cybermobbing, das ist eine Wunschvorstellung. Man will, dass es Cybermobbing ist, weil dann man einer Person was andichten kann. Video wegen Hassrede. Nee, es ist nicht bestätigt. Es hat bestimmt keinen, also soweit mein Kenntnisstand ist, und es standen hier, glaube ich, keine weiteren Quellen drin, außer das, was ich gesehen habe, das, was von Kuchen kommt, und er hat ja die Benachrichtigung bekommen, stand da halt nur wegen mutmaßlicher Hassrede. Das heißt, es wurde gemeldet als Hassrede und das oft genug, dass die sich bei YouTube gedacht haben, oh, das ist gefährlich, lass das mal für Deutschland ausblenden, dann halten die Klappe. Weil nämlich im Rest der Welt hat sich kein Mensch beschwert. Der erste Satz, zwei Probleme, Cybermobbing und Hassrede. Video nicht verfügbar. Ich bin übrigens über eine Proxy-Seite gegangen und habe es dann einfach geteilt und gesagt, warum, kann man noch gucken. Über eine Proxy-Seite. Beleidigungen und andere Äußerungen dienen lediglich als die Mittel des Interpreten. Sie sind weder ernst gemeint, noch sollen sie in irgendeiner Form verletzend auf die in diesem Video erwähnten Person sein. Heute geht es um den YouTuber Gonzo. Und damit meine ich nicht den Muppet. Am Anfang möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich mich auf die Meinungsfreiheit in Deutschland beziehe und Stilform wie Satire erlaubt sind. Weswegen ich auch hier gelandet bin. Du, ich, Holy, das ist die richtige Entscheidung. Erstmal danke ich euch, dass ihr mein Video schaut. Mir wurde für den Monat Oktober eine Kooperation mit Holy angeboten. Die meisten werden bei Holy wohl an einen Energy Drink in Pulverform denken, der in verschiedenen Fruchtvarianten daherkommt. Nun fiel mir spontan ein, dass ich die Kräuterscheinprüfung der IHK abgeschlossen habe und wahnsinnig gerne über Inhaltsstoffe rede. Nein, ohne Scheiß. Keiner zwingt mich, das zu sagen. Ich mache das wirklich gerne. Holy Energy setzt auf eine Mischung von Koffein und Newcaf. Letzteres ist verkapseltes Koffein, was verzögert wirkt, wodurch ihr einen längeren Boost verspürt als bei Koffein alleine. Die Inhaltsstoffe L-Tyrosin und L-Theanin wirken konzentrationssteigernd und gleichzeitig stressabbauend, wodurch der stresserzeugenden Wirkung des Koffeins entgegengewirkt wird. Seht ihr, hat doch voll Spaß gemacht. Holy bietet nun aber auch Iced Tea an. Keine Sorge, ich mach's diesmal kurz. In Iced Teas sind Geschmacksmischungen aus einer Grundteesorte und bis zu zwei weiteren natürlichen Aromen. Ich empfehle da schwarzen Tee mit Zitrone und Honig. Naja, es ist halt Zitronen-Eistee, aber weniger herb. Ich bin ein einfacher Mann mit einfachen Bedürfnissen. Ich glaube, in den Streams fahre ich sehr gut damit, auf Hydrations zu setzen. Und ihr könnt mit Kanalpunkten den Trinken-Button auslösen, der auch das schöne Holy-Logo hat. Ihr wisst, das gesündeste Getränk ist Wasser.
Das wird euch wohl jeder qualifizierte Fitnesscoach sagen können. Jeder erfahrene Coach wird euch aber dazu raten, auf Ernährungsroutinen zu setzen, die euch nicht zu viel Überwindung kosten. An heißen Sommertagen wirkt das kühle pure Nass sehr verlockend, in den kälteren Monaten will es mir aber gar nicht so gut schmecken. Da kam mir die Kooperation mit Holy gerade recht. Das dritte Produkt im Bunde, Hydrations, bietet natürliche Aromen, wie zum Beispiel mein Favorit, Birne. Ich schwöre, ich kann den Originalnamen aussprechen, ich will nur nicht. Hydrations haben wenig Kalorien und dafür Elektrolyte und Vitamine und sind damit eine gute Ergänzung für sportliche Menschen oder Menschen, die viel schwitzen, wie Annie the Duck Fans. Also, wenn ihr Fans der Ente seid oder mir helfen wollt, nach einem harten Jahr wieder auf die Beine zu kommen, kurze Pause für Lacher, ich wurde dieses Jahr zweimal am Gluteus Medius operiert, dann nutzt den Holy Link in der Beschreibung und gönnt euch mit dem Code GONZO5 5€ Rabatt als Neukunde. Zum Beispiel für ein Starter-Set Deluxe mit wiederverwendbarem Shaker. Und alle anderen bekommen mit dem Code GONGON 10% auf alles, außer Tiernahrung. Ihr wusstet, dass der kommt. Ich verspreche, das war der letzte. Ich verspreche, das war der letzte schlechte Witz innerhalb dieser Werbung. Aber ihr wusstet doch, was euch erwartet, wenn ihr meine Videos schaut. Vielen Dank für euren Support und weiter mit dem Video. Also 10 Jahre nach der Veröffentlichung sperrte YouTube am 30. September 2024 KuchenTVs Cybermobbing-Video. Es gibt keinen Beleg, der sagt, dass das ein Cybermobbing-Video ist. Denn dazu bräuchten wir das Opfer, was nicht mehr existiert, weil diese Frau ist 22 und nicht 12. Also sie wird nicht aktiv gemobbt durch das Video. Der Tatbestand ist nicht mal gegeben. Die Person existiert nicht, von der geredet wird. Gegen die damals 12-jährige Paulana. Ich schenke mir jetzt den ganzen Quatsch. Wir wissen, dass es das Paulana-Video ist. Lea, haha. Paulana wegen Hassrede. Nicht tatsächlich wegen Hassrede, mutmaßlich. Es wurde gemeldet wegen Hassrede. Melden kann jeder alles. Na, du kannst melden und sagen, ich finde, das ist Hassrede, dann ist es ja trotzdem keine Hassrede. Irgendwer hat es halt gemeldet. Hä? Wegen Hassrede, das Video von deutschen IP-Adressen nicht mehr abrufbar. Das Video ist von deutschen IP-Adressen nicht mehr abrufbar. Ja, ist okay. Das hat ja nichts zu bedeuten. Nur weil es YouTube gesperrt hat für ein Land, ist es ja nicht Tatbestand der Hassrede. Denn YouTube ist ja kein Gericht. Rückblick. In dem Video, das KuchenTV im August 2014 veröffentlicht hatte, sexualisierte er die YouTuberin und sagte metaphorisch, das 12-jährige Mädchen habe eine anale Penetration verdient. Das ist natürlich drüber. Aber lustig, weil es so absurd ist. Verdient werde sie satirisch auf den Enis nehmen, was ich jetzt extra zensiere. Ich lache darüber, das sind Ausdrücke, die ich selber so nicht benutze. Die ich selber so nicht in den Raum stellen würde. Und ich selber hätte das Video auch so niemals online gestellt. Würde ich nie machen. Natürlich gäbe es die Idee, dass man das Video nimmt und diese Ausdrücke entweder rauspiepst oder durch andere lustige Worte ersetzt zum Beispiel. Dann könnte man es hochladen. Von mir aus hätte ich nichts dagegen. Ne? Könnte man es wieder veröffentlichen. Und das wäre sowieso geil, wenn KuchenTV den Text ein bisschen umgestaltet, diese Teile austauscht durch neue Wörter und dann das Video nochmal hochlädt. Und dann geht das ja als neues Video, mit dem er neu Geld verdienen kann. Und es gäbe ja einen riesigen Hype darum. Auf den Enis nehmen. Er rief seine ZuschauerInnen, das glaube ich nicht. Der hat 2014 hat er niemals gesagt, ich rufe meine ZuschauerInnen auf. Das glaube ich nicht. Dazu auf, sich über die Bewegungen des Mädchens lustig zu machen. Er hat, glaube ich, irgendwas gesagt mit spastig und so, ne? Er bezeichnete sie als gestört, spastig und behindert. Hat man damals so gemacht. Kann man doof finden? Man kann sagen, ich finde das aber doof, dass man das sagt. Das wird ja trotzdem gesagt. Es gibt ja auch Leute, die bezeichnen andere Menschen als Milch. Du Milch, du. Kann man auch doof finden, aber da kannst du nichts machen. Gestört, spastig, behindert, hat man gesagt. Benutzt man heute nicht mehr so häufig, ja. Er machte sich über Rechtschreib- und Grammatikfehler in ihrer Kanalinfo lustig und verbreitete einen rassistischen Witz über Paulanas polnische Eltern. Hat man früher auch nicht so eng gesehen. Wir haben damals auch Witze gemacht in der Schule über polnische Klassenkameraden, vor allem mit denen wir befreundet waren. Dann hat man Witze gemacht, hat man einen Polenwitz gemacht, hat mit denen nachmittags abgehangen und Spaß gehabt. Da ist ja nicht jeder Witz Hass. Ja, sich über Grammatik lustig machen, das macht man heute immer noch. Hat Dave auch gemacht. Ich habe, glaube ich, auf dem Handy was getippt, als ich mal Tilted Förster angeschrieben habe. Dann kam sofort Dave an und Dave meinte, lern mal richtig schreiben oder sowas. Entschuldigung, auf dem Handy bin ich nicht gewohnt zu schreiben. Und dann meinte, hätte man trotzdem prüfen können. Diese Bubble macht das genauso. Wo waren wir? Gestört, spastig, behindert? Ich muss das so durchgehen, sonst finde ich die Sache nicht mehr wieder. Er sagte in einem Video aus 2019, dass ihm ein Doxing der privaten Daten der Familie von Paulana
egal gewesen wäre, wäre das Doxing erfolgt, nachdem er ein Interview mit der Betroffenen monetarisiert hätte. Ist das alles ein Hätte und ist es nichts passiert? Ist irgendwas passiert oder wird hier einfach nur ein Gedankenkonstrukt aufgebaut, er hätte? Oder wird ja nur angenommen, er hätte das gemacht, wenn was passiert wäre und es wäre monetarisiert gewesen. Aber wir sind auf Kuchenfall. Das scheren wir uns um Beweise. Nichts passiert, ausgedacht, dankeschön. Ja, aber eine Kuchen 2019 hätte ich ihm auch nicht über den Weg getraut. Da bestimmt auch ein Arschloch. Weiß ich nicht. Habe ich nicht geguckt. Ich bin kein Kuchenfan. 6 Jahre nach der Veröffentlichung des Videos doxte Kuchen TV das private Instagram-Profil der Betroffenen und sexualisierte sie erneut. War das öffentlich oder nicht? War er im privaten Instagram-Profil, in einem gesperrten, privat geschalteten Instagram-Profil drin und hat das dann gezeigt oder war das da öffentlich? Kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Kuchen hat schon Wochen vor diesem Artikel entdeckt, dass er sie unverpixelt gezeigt hat und meinte, dass ihm das leid tut und dass er die Verpixelung dann nachträglich durchführt. Also jetzt müsste es eigentlich schon längst verpixelt sein. Und er hat sich davon distanziert. Er zeigte sich seit der Veröffentlichung des Videos bis in die heutige Zeit stolz, der 12-Jährigen eine Karriere als Influencerin zerstört zu haben. Nein, er hat, glaube ich, 2019 gesagt, dass er das geil findet, ihre Karriere zerstört zu haben, weil die ja voll groß geworden wäre. 2019 behauptet, dass sie bestimmt eine tolle Beauty-YouTuberin geworden wäre und das hat er ihr kaputt gemacht und darauf hat er sich stolz gezeigt. Erstmal, ja, ist ein Arschlochsatz. Den finde ich nicht gut. Ich finde, das ist ein Arschlochverhalten. Ich würde mich so nicht verhalten. Ich fände das dann auch nicht geil, wenn ich sowas gemacht hätte. Also ich finde das Verhalten nicht geil, aber das heißt nicht, dass alles, was er sagt, stimmt. Denn so gut lief es damals nicht. Ich habe andere Leute gehört, die haben mir von damals erzählt. Und das lief nicht so gut. Sie hatte ganz viele Hater und hat Hate-Antwort-Videos gemacht. Sie hat den Hatern geantwortet, wie jemand anders, den wir kennen, der berühmte Drache, und hat dadurch immer mehr Hater angelockt, die gehofft haben, dass ihre Hassnachrichten oder Fake-Hassnachrichten, die wollten einfach erwähnt werden, dass diese dann in dem Video vorgelesen werden oder so. Also haben wir hier wieder zwei Sachen, die so nicht stimmen, weil er das nicht bis heute sagt, dass er stolz ist, ihre Karriere zerstört zu haben, sondern das war 2019. Dass sie eine große Karriere gehabt hätte, hat er zwar behauptet, aber nach der Faktenlage, also nach den Erzählungen, die ich gehört habe, kann das sein, kann nicht sein. Er kann das dahingesagt haben, damit das einfach noch krasser klingt, was er gemacht hat. Ist ein Arschloch-Move, aber deswegen ist es ja nicht die Realität. Ne? Deswegen muss es nicht die Realität sein. Da muss man auch ein bisschen besser recherchieren, aber hier werden nur Behauptungen genommen und mit Sachen ausgefüllt, die so klingen, als wenn die Behauptungen stimmen, ohne Belege zu liefern. In dem Artikel Cybermobbing gegen ein zwölfjähriges Mädchen hat Kuchenfiles über das Video berichtet. Ja, das ist aber auch ausgedacht, weil es dafür ja keine Beweise gibt. Es gibt kein Opfer, es gibt keine Person, die sich darüber beschwert hat. Es wird überhaupt nicht nachvollzogen, was da stattgefunden hat, warum der Kanal gesperrt wurde. Das alles wird nicht recherchiert. Es wird nur eine Behauptung aufgestellt und es wird darauf beharrt, dass es so ist, weil sich alle sicher sind, dass es so ist. Und es wurde niemand gefragt. Nach der Veröffentlichung des Kuchenfiles-Artikels verwendete KuchenTV öffentlich bewusst den ehemaligen Kanalnamen des Mädchens, um weitere Aufrufe auf seinem Cybermobbing-Video zu erreichen. Jeder weiß, dass es das Polana-Video ist. Er hat vorher davon geredet. Beim Shayoka hat vorher über das Polana-Video geredet. Und dann taucht in den Kuchenfiles plötzlich das Lea-Video auf. Das hat er nicht erst dann genutzt, nach dem Artikel. Danach wurde es wieder groß. Es wurde aber vorher schon Polana-Video genannt. In der großen Diskussion, im großen Beef. Aber dann kam natürlich Kuchenfiles. Und die haben dann einfach einen anderen Namen benutzt. Und dann, als sie dieses Best-of gemacht haben, wo Kuchen plötzlich 10.000 Viewer hatte, auf Twitch 10.000 Zuschauer, ein echter Erfolg dieser Werbeseite Kuchenfiles, haben die Leute sich das Polana-Video angeguckt, um zu gucken, was da dran ist. Und zwar richtig viele. Das hat Kuchenfiles ganz toll gemacht, wenn es darum ging, Kuchen noch bekannter zu machen und ihm noch mehr Geld zu bringen. Unter den ersten Suchergebnissen gibt die Suche neben KuchenTV Cybermobbing-Video auch, in denen Polana im Alter von 12 Jahren unverpixelt gezeigt und in denen sie, wie in KuchenTVs Video, der Lächerlichkeit preisgegeben, beleidigt und gemobbt wird. Wenn man das jetzt suchen geht, dann wäre es ja ganz schlecht, einen Artikel darüber zu schreiben. Also es wäre ganz schlecht, wenn man vorher in einem Beef vor Tausenden von Leuten ständig über das Polana-Video redet, dann eine riesige Werbeaktion mit Kuchenfiles macht, wo, glaube ich, an dem Tag 15.000 Leute insgesamt sich die beiden angesehen haben, nur um dann zu sehen, ach, die nennen das Polana-Video jetzt plötzlich Lea-Video. Vor 15.000 Leuten, die schon wussten, was abgeht. Auf die Sperrung des Videos durch die Plattform YouTube für Zugriffe aus Deutschland reagierte KuchenTV auf der Plattform Twitter. Er schrieb am 30. September 2024, oh Manno,
Heißt das nicht Menno? Wir haben eine Beschwerde wegen mutmaßlicher Verbreitung von Hassrede in deinen Inhalten erhalten. Also eine Beschwerde über mutmaßliche Verbreitung von Hassrede. Das ist nicht Hassrede. Es gab eine Beschwerde wegen mutmaßlicher Hassrede. Und bestimmt nicht nur eine. Also quasi steht da, uns hat jemand gesagt, dass Hassrede eventuell vorliegen könnte. Und deswegen haben wir das überprüft und gesperrt. Wenn viele Leute sich gemeldet haben, haben die das überprüft und dachten sich, lass mal für Deutschland sperren. Wenn da wirklich schlimme Hassrede drin wäre, wenn da wirklich was drin wäre, was so unglaublich ganz klar justiziabel ist, dann wäre es nicht nur für Deutschland gesperrt. Es ist einfach nur eine Beschwerde eingegangen und die, oder viele Beschwerden eingegangen, die haben deswegen das Video für Deutschland stumm geschaltet. Fertig. Keine Tatsache. Es gab Beschwerden. Weitere Reaktionen. Ach hier, Gone Gone Remastered, ein an KuchenTVs Cybermobbing gegen die Influencerin Shoyoka beteiligter Influencer. Ach danke, ich bin Influencer. Legte KuchenTV nahe, dass wegen Hassrede gesperrtes Cybermobbing-Video, was ja nicht stimmt. Es gibt keinen Beleg, dass das ein Cybermobbing-Video ist. Auch das wird wieder einfach behauptet. Kein Beweis. Das Video nach leichter Bearbeitung neu hochzuladen. Ja, hast du noch das Video? Habe ich geschrieben. Ich selber, ja. Ich hier, Gone Gone React übrigens. Das ist mein YouTube-Kanal. Hast du noch das Video zum Hochladen? Nach leichter Bearbeitung natürlich und mit Ankündigung. Ich habe da nämlich auch Ideen. Ich hätte an seiner Stelle, hätte ich das wirklich ausgenutzt. Das Video kann man ja nehmen. Das ist so heute nicht mehr machbar. Du kannst das so heute nicht mehr hochladen, das stimmt ja. Aber du hättest ja einfach bestimmte Worte rauspiepen können oder durch andere Worte ersetzen oder einen anderen Text dafür dir ausdenken, damit es lustig wird und nicht mehr explizite Worte benutzt, die man heute nicht mehr so benutzt. Und dann hätte man es nochmal hochgeladen als Parodie auf das Original quasi und hätte dann, dadurch, dass es gerade so Thema war, nochmal richtig viel Views rausgeholt und damit Geld verdient. Hätte ich jetzt gemacht. Eine Parodie auf mein eigenes Video. Oder jemand anders macht das und nimmt sich sein Video, parodiert das, ändert das um und lädt das hoch und mal gucken, was passiert. Wir waren jetzt bei mir, weil ich gesagt habe, hier leichte Bearbeitung. Natürlich leichte Bearbeitung, denke ich an die Sprache. Sprache nachbearbeiten. Das ist leicht. Irgendwelche Fotos zu retuschieren wird schwieriger. So. Als Bearbeitung schlug Gone Gone Remastered vor, Shoyoka als Paulana in das Video zu schneiden. Das ist auch eine witzige Idee. Wenn ich das Video nämlich parodieren würde, dann würde ich ja entweder Kuchen reinschneiden als Paulana oder ich würde Shoyoka reinschneiden als Paulana. Aber natürlich auch zensiert, weil Paulana ist im Video ja auch zensiert. So, dass ich dann zwar andere Personen reinschneiden würde, was aber schon aufwendiger ist, ne? Und die dann auch zensiert reinschneiden und dann eventuell den Text darauf anpassen. Ich finde, das ist eine lustige Idee. 1 Million Aufrufe, das wäre mein Ziel. Oder Gone Gone als Paulana gegen mich selber. Anderen NutzerInnen, nee, ich habe nicht anderen NutzerInnen irgendwas vorgeschlagen. Ich habe es einfach so geteilt. Gab Gone Gone Remastered den Tipp, dass sie das Cybermobbing-Video über eine Proxy-Seite aufrufen können, um die Sperre für Deutschland zu umgehen. Das macht ihr jetzt auch. Also KuchenFiles gibt euch hier übrigens den Tipp gerade, dass ihr mit einer Proxy-Seite die Sperre von Deutschland umgehen könnt. Und das ist gut, weil ich glaube, KuchenFiles hat eine größere Reichweite als ich, weil nämlich dieser Artikel wird von ganz, ganz vielen Streamern sich angeguckt. Und die können euch jetzt nämlich sagen, dass ihr über eine Proxy-Seite das Paulana-Video immer noch schauen könnt. Das ist sehr gut, dass KuchenFiles das hier präsent gemacht hat, weil meine Reichweite ist zu gering. Ich krieg doch niemanden erreicht damit. Ich kann das als Scherz da reinschreiben und das ändert nichts in der Welt. Aber wenn ihr das auf eine so provokante Diffamierungsseite hochladet, wo ganz, ganz viele Streamer das sehen werden und darauf antworten, Streisand-Effekt. Der ist euch ein Begriff, oder? Es gibt Proxy-Seiten, die greifen für euch das Video aus einem anderen Land ab. Und dann denkt YouTube, das Video wird in einem anderen Land geschaut. Und ihr schaut dann diese Übertragung durch einen Proxy-Server, der woanders steht. Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt aber auch VPNs, die ihr nutzen könnt. Bin ich selber kein Fan von. Ich habe selber kein VPN. Weil ich keinen Sinn darin sehe, Landesgrenzen zu umschiffen. Brauche ich nicht für mich. Jetzt haben sie es auch schön wieder hier zensiert. Das ist herrlich. Aber es kann halt jeder drauf zugreifen. Ist das Tipp geben? Ne? Ich habe einen Tipp gegeben, wird hier behauptet. Habe ich den Tipp gegeben? Naja, über eine Proxy-Seite kann man ja einfach weiterschauen. Das ist ja auch einfach nur ein Fakt, den ich genannt habe. Guckt mal, ich zeige euch einen Fakt. Da gibt Tipps. Wenn es regnet, werdet ihr nass. Der hat einen Tipp gegeben. Da wird mir aber jetzt auch eine Intention irgendwie reingelegt, ne? Ist ja herrlich. Gone Gone Remastered hatte sich eine Woche zuvor an dem Doxing eines linken Aktivisten beteiligt, das KuchenTV in einem seiner Videos begangen hatte. Die Dave-Sache. Es gibt eine Person, die tatsächlich Dave
Es gibt eine Person, die behaupten würde, dass ich das getan habe. Wisst ihr warum? Ich habe mit euch das Kuchen-TV-Video geschaut, wo er Daves Klarnamen gezeigt hat. Und ich habe mich daran ja nicht beteiligt. Wollte ich nicht. Ich wollte mich daran nicht beteiligen. Ich habe also später im VOD versucht, Daves Gesicht und seinen Namen auszublenden. Ich habe also das Video bearbeitet. Ich habe leider eine Stelle ausgelassen, weil an einer Stelle zeigt Kuchen ganz, ganz kurz das Foto und den Namen. Und das habe ich in der Nachbearbeitung des Videos übersehen. Dave hat mein Video aber gesehen und hat mir eine Datenschutzbeschwerde gemeldet. Und ich habe das nachbearbeitet. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das darf Dave. Und da ich ja bis dahin auch alles weiter rezensiert habe, ist ja auch klar, dass ich das auch wollte. Ich wollte ihn zensieren. Das ist ein kleiner Schnipsel, ist leider übrig geblieben. So, ich habe mich nicht daran beteiligt. Er hat das im Video gehabt und ich habe nicht alles rausbekommen. Dave hat mich darauf hingewiesen und ich habe es unkenntlich gemacht. Jetzt steht hier aber auf Kuchenfiles, ich hätte mich daran beteiligt. Wie kommt denn Kuchenfiles darauf? Die einzige Person, die weiß, dass ich da einen Schnipsel übersehen habe, ist Dave. Interessant. Also ist ja jetzt die Frage, ob hier eventuell Dave dahinter steckt, weil ansonsten gibt es keinen, der darüber Bescheid weiß. Interessant. Wer hat sich hier verraten? Auch der Twitter-Nutzer BastionNRW gab Hinweise, wie man die Sperre umgehen kann. Achso, wusstet ihr, dass ihr im Opera-Browser einen kostenlosen VPN habt? Aha! So, BastionNRW arbeitet als Cutter mit KuchenTV zusammen. Das stimmt nicht. Die werden auf einer Seite veröffentlicht, wo alle Streams veröffentlicht werden übrigens. Jeder von euch kann Lukas Videos abgreifen von dieser Seite und kann die auch einfach zusammenschneiden. Kuchenfiles berichtete über BastionNRWs Nötigungsversuchen und dessen Androhungen von Doxing gegenüber Personen, die sich unterstützend für die Influencerin Shoyoka äußerten und ihn für sein Verhalten kritisierten. Die Influencerin bezeichnete das Verhalten BastionNRWs als Stalking. So, behaupten kann ja jeder alles heutzutage. Und ob er diese Sachen wirklich gemacht hat, da können wir uns jetzt auch nicht sicher sein, weil hier sehr viel erfunden ist. Was heißt hier, er hat gedroht, Leute zu doxen? Ein bisschen weiter oben steht ja, dass das Instagram-Profil zu zeigen Doxing ist. Also mit den Worten Doxing wird ja auch sehr schwammig umgegangen. Hauptsache, man kann irgendwem irgendwas in die Schuhe schieben. BastionNRW, Gone Gone Remastered, Gone Gone React, KuchenTV. Dankeschön. Und diese Seite ist einfach sehr schwach. Die ist argumentativ komplett schwach. Hier werden einfach Sachen sich ausgedacht. Hier seht ihr, es gab eine Beschwerde wegen mutmaßlicher Verbreitung von Hassreden. Das ist alles sehr schwammig. Es gibt keine Beweise. Da will man Sachen einfach glauben. Man will, dass die Sachen wahr sind. Man ganz, ganz dringend klammert man sich an den Glauben, das muss wahr sein. Ich habe nichts anderes außer dieses Video. Diese Paulana, die inzwischen 22 ist, die ihren eigenen Kopf hat und der ich auch zugestehen würde, wenn sie sagt, das verletzt mich. Ich wünschte, das wäre weg. Würde ich auch ihr zugestehen, dass er das von der Plattform entfernen sollte. Der ganze Geschiss darum, und wehe du sagst, ich finde das Video nicht schlimm, weil diese 12-Jährige so nicht mehr existiert, ja, weil jeder weiß, dass die Worte, die geschrieben, gesagt wurden, nicht gehen, aber es ist nun mal seit 10 Jahren da und diese Person existiert so nicht mehr. Es ist einfach so lange nicht schlimm. Die Person hat sich nicht geäußert. Treat. Oh. So, sobald du sagst, das ist mir egal, das ist eigentlich allen egal, heißt es, dir ist Cybermobbing egal? Strohmann. Ich habe nicht gesagt, mir ist Cybermobbing egal. Ich sage nur, es liegt kein Cybermobbing vor. Es gibt keinen Beweis für Cybermobbing. Das will man einfach als Argument haben. Da wird endlich über mich geschrieben, endlich werde ich als Feind, ich meine, endlich wird Werbung gemacht für mich.